Und selbst bei denen habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, hatte ich letztes Jahr was? Ich glaube, letztes Jahr habe ich mir immer so Finger gesaugt. Ich weiß bei denen nicht mehr, was ich denen schenken kann. Das ist ganz schlimm bei meinen Eltern. Ich weiß nicht, was ich denen schenken kann. So. Abendnefi zahlt zwischen 1 bis 5 und ich bräuchte dafür einen Mod oder so. Ist Lars da? 5. Da jetzt hin. Also 5 und der Mod ist da. Wofür auch immer du den brauchst. Domino-Effekt. Jetzt gilt zwischen 1 bis 5, 5. Ich bleib bei 5. Ich bin selber verwirrt. Ja, ich auch. Danke für ein Geschenk-Sub an Fine. Dankeschön. Danke, danke. Er druckt übrigens einmal aus, dass du geschenkt hast und jetzt wer beschenkt wurde. Danke. Hättest die 2 gewählt, wären es 5 gewesen. Aber wofür brauchst du Mod dafür? Danke trotzdem für dein Geschenk, Sir. Ach so, hast du last die Zahlen geschickt oder was? Okay. Ist egal, du musst ja nicht lügen. Also. Das wäre jetzt. Hey, es ist ja deine Entscheidung, wie viele Subs du verschenkst. Da brauchst du jetzt keinen Richter dafür. Aber dankeschön. Ich glaube, er hat 5 geschrieben. Ich glaube auch. Yep.
Nee, das Problem ist, wenn ich ihn spawne, ihm ist egal. Ihm ist egal. Ob dann ein Typ jetzt eingefroren ist oder nicht. Er ist nicht gelockt. Das macht mir Damage. Das gefällt mir gar nicht. So macht's mir keinen Damage anscheinend. Okay. Hä, doch! Es wurde mir aber nicht angezeigt. Komplette Frechheit. Komplette Frechheit einfach. Loser. Als ob er trifft aus dem Winkel. Wenn ich da gestanden hätte, hätte ich nie im Leben getroffen. Ich hätte da gegen die Hauswand geschossen. Da, so wie er. So hätte ich auch getroffen. Oh Gott, bitte verreck nicht. Oh nein. Ach Mann, aber wir können ihn ja reanimieren. Sogar. Okay, das ist strong. Dass ich den vorher nicht mit hatte, ist eigentlich dumm. Sind wir mal ehrlich. Das ist so eine undankbare Stelle hier. Luigi darf halt jetzt nicht verrecken, ne? Ach so, macht das. Okay, dann machen wir... wieder den hier, der ist ganz gut. Dass er nicht dadurch stirbt, ist auch komplette Frechheit. Okay, wir stellen hier oben einen Sniper hin. Wieso gehst du wieder runter? Ich stelle hier oben einen Sniper hin, er geht runter. Ich
mich hier hinstelle, ist halt mega dumm, ne? Sing! Dummkopf! Haha! Outplayed das Game. Kriegen wir bei ihr noch nicht nochmal hin. Oh, der Sniper kommt runter, das ist gut. 2000 Damage fast, Alter. Und jetzt noch Gift, Vampirismus, ja, danke. Oh, ey. Vampirismus ist zu stark. Die können dich halt one-hitten in einer Runde quasi. Jetzt lebt er wieder. Warte, ich muss kurz einen Cooldown nehmen. Weil wir müssen sie wiederbeleben. Wichtig. Also, das Wiederbeleben ist strong. Auf jeden Fall. Ich teste mal was. Was macht Vampir-Damage bei den Vampir-Typen? Macht mehr Damage, das ist gut. So, kurze Entspannungsrunde. Ja, heil ruhig die Gumbas, die eh nur einen Hit aushalten. Das ist okay. Luigi kann einen neuen rufen. Ist sogar besser, dann können wir den neu positionieren, weil die bewegen sich einfach irgendwann nicht mehr. Die bleiben einfach dann da, wo sie denken, sind sie jetzt cool. Ja, der wird jetzt zurückrennen wahrscheinlich, ne? Ja, dachte ich mir. Aber er hat einen Hit gemacht. Das ist okay. Das meine ich. Der Gegner hätte getroffen. Aber das ist so eine Kackstelle. Weil wenn ich mich hier hinstelle, bin ich hier richtig am Sack. Huch. Braindev, warum jetzt doch 5? Danke für 5 Verschenkte. Ah, oh, Serakani hat einen bekommen. Und Elisetta. Cool. Danke. Wie gesagt, wäre nicht nötig gewesen. Du hast ja schon einen verschenkt. Dankeschön. Moment, habe ich das? Okay, ich habe noch nichts gemacht. Danke, Brenda, für 5. Mein Drucker verstopft? Ja, nee, der. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Angenehme Art. Uff. Schwierig. Aber dankeschön. Mann, wäre das jetzt noch cool, wenn Luigi noch heilen könnte. So, danke nochmal, Brander, für 5 verschenkte Subs. Wenn du mal treffen würdest. Das wäre so schön. Das Leben wäre so einfach.
Los! Wish! Wish! Ich Luigi auch noch geboostet. So. Jetzt müssen wir so langsam mal hier rüberkommen. So langsam muss ein Luigi mal aufs Schlachtfeld. Zack. So. Oh komm, Zeit, Lupenshot, der trifft auch. Nee, natürlich nicht. So antiklimatisch. So. Dann. Ah, die haben wieder Schilde drauf. Okay, mach trotzdem Feuer, damit das Schild weggeht wenigstens. Der müsste jetzt sterben, der Weiße. Perfekt. Den können wir jetzt sogar ansliden. Und wir können die anderen locken. Okay. Ist da immer noch Goombas leben? Die sind immer noch nicht bis zu mir gelaufen. Natürlich trifft einen Hit. Luigi darf nicht sterben, das ist wichtig. Na, jetzt macht der Sniper gute Arbeit, weißt du? Luigi darf nicht sterben, das ist extrem wichtig. Das ist, also, es war noch nie wichtiger, dass der Mann nicht stirbt. Das Problem, das ich jetzt habe, Rabbit Luigi kann keinen Einzelnen angreifen. Aber warte, Luigi kann helfen, auch dahin zu kommen. Dann können wir nämlich noch zweimal... Nein! Oh, das wollte ich nicht. Scheiße. Das wollte ich nicht. Kann ich bitte nur so angreifen, dass ich zwei treffe? Oh, nee, das ist jetzt Pain. Okay, warte. Geht das noch? Ich mach das. Richie geht wieder hier hinten hin. Ganz wichtig. So. Ha, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich noch einen Powerblock? Nee. Ah, schwierig jetzt. Ich krieg nur einen tot. Kriege ich überhaupt ihn tot? Nee. Ah, fuck. Aber er müsste... Er wäre wichtiger. Fuck. Kann Luigi da hinschießen? Ja, wir könnten doch beide hinkriegen. Luigi, komm. Crit. Schade. Aber jetzt kriegen wir ihn kaputt. Das ist wichtig. Weil er macht einen fetten Vampirangriff und heilt sich dadurch. Der Vampirangriff macht 2k Damage. Kann sein, dass Rabbit Luigi jetzt verreckt. Kann sein, dass beide jetzt verrecken.
Dass die so weit kommen, hätte ich nicht gedacht. Okay, der Sniper verzieht sich. Der hat keinen Bock. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Als ob nur die Goombas Eier haben. Okay, das ist frech. Nur die Goombas hatten Eier. Wir heilen uns. Nochmal. Nicht, weil die scheiße sind. Kennt ihr Max Payne? Der so viele Schmerzmittel nimmt und Bullet Time hat. Nee, kenn ich nie. Ja, genau. Oh, Lucky. Geil. Okay, 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 okay. Wir können nichts machen. Wir bleiben hier stehen. Das war viel Damage. Okay. Okay, der gefährlichste von denen ist weg. Er kann sich halt nicht bewegen, weil er schon geschossen hat. Wir haben nur noch die beiden Gegner. Moment, er könnte sich nochmal bewegen. Warte mal. Oh, gambled. Nice. So. Den sparen wir uns erstmal, den Angriff. Ist okay. Sonst hat er nämlich nichts gemacht. Ja, nee, das bringt uns nichts. Aber ich kann mit denen machen. Können den machen. Also ich habe quasi schon gewonnen. Achso, ich kann noch sliden. Okay. Ja, der hat jetzt noch 1 KP. Aber ich werde ihn jetzt locken. Der kann die Runde nichts machen. Wir haben gewonnen. So. Tada. Loser. Oh, 49 Gegner, Alter. Anstrengend.
Easy first try. Ja, denke ich auch. So. Dann habe ich ja jetzt alles außer die goldene Röhre. Und wir haben jetzt fast 4 Stunden Mario Rabbids gespielt und ich habe die Welt immer noch nicht fertig. Es ist einfach, dieses Spiel ist einfach so schlimm. Also, schlimm lang. Aber viel fehlt ja echt nicht mehr, bis wir alles haben. Es fehlen immer noch 2 Münzen? Dann fehlt irgendwo noch so eine stumpfe Overworld-Münze. Gefällt mir nicht. Das ist die goldene Röhre. Ach, irgendwo fehlt jetzt wieder so eine doofe Overworld-Münze. Ach, Mann. Problem ist, wenn ich da reingehe. Hier haben wir halt auch noch viel zu tun. Ja, schaffen wir nur leider nichts mehr von. Terraflora habe ich gehasst, merkt man, ne? Ich bin instant abgehauen, kein Bock gehabt. Okay. Ich schaffe in 15 Minuten halt nichts mehr von dem Game jetzt. Endplanetenschlüssel fehlt auch noch, bei Terraflora muss noch einer fehlen. 91%, wir haben heute 7% gemacht oder so, 8%. Das ist doch schon mal gut. Gut, dann machen wir jetzt eine Pinkelpause und dann bereite ich schon mal alles für Mario Kart vor. Da. Oh lol, nur 8% sage ich, 4%. Hä? Wo habe ich denn gerade 91% gesehen? Ach, Story-Fortschritt 91%. Okay, ja.